Hallihallo Leute! Und hier geht's wieder weiter mit der Massenschlägerei. Du bist eigentlich so ein richtig asozialer Arsch. Ich bin noch am Turmspur dabei. Ich bin mit meinem Tür auf. Danke euch. Ich bin gerade voll auf die Stanze. Und Lana ihres Namens schlägt sie alle K.O. Schlampe Kinder. Meinst du die Lana von Wrestling hier, von WWE? Eigentlich heißt mein Charakter Lana. Was ist das für eine geile Karre hier? Meins. Finger weg, Prostituierte. Nice. So. Hast du schon mal eine Pistole gesehen? Ich schieß nicht auf dich. Ich will dir nur meine Pistole zeigen. Okay, jetzt auch von meiner Seite aus. Servus und hallo zu einer neuen Aufnahme. Autsch! Mit den Jungs. Porn. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Schmeiß erstmal meine Waffe weg. Du hast mich angeschossen, du Arschgeige. Du hast mich angeschossen. Ich hab dich nicht angeschossen, ich hab's nur vollbracht, hallo? Du kannst doch nicht einfach den Nugget-Schnitter hier abknallen. Geh doch. Geh doch nicht. Bitte mein Auto stehen lassen. Oh, die Schlampe. Die Schlampe. Hab ich mir gewünscht. Ey! Das ist aber nicht Gentleman-like. Ja, ich hol die von mir als Gentleman-like ab, aber wenn die Schlampe mein Auto klaut... Nice. Hallo. Oh shit. Du schießt mich nicht mehr nochmal ab. Autsch. Er wird einfach umgefahren. Ey, das ist doch mal eine coole Karre. Aua, aua. Ich fahr oben mit. Ich bin weg. Warte mal, wenn ich langsam fahre, müsstest du eigentlich oben drauf stehen bleiben, oder? Nee, ich glaube, der fällt dann irgendwann um. Na, warte. Aber probieren wir es mal. Das ist ausgewichen. Ja, da habe ich schon den Braten gerochen. Ja, da. Doch. Den ich dir die Röhre geschmiert habe. Ja. Das war nur eine Rache, ne? Hahaha. Warum war das Rache, Michi? Was? Ach, das ist ja Frontriebler, Scheiße. Man down! Man down! Ups, sorry. Ich hatte Angst, da kam ich gerissen. Andi, du bist schon wieder so leise. Das liegt nicht an mir, das liegt an einem Spiel. An deiner Einstellung. Oh. Was für eine Einstellung? Vollbringe! Ich hatte sowieso kaum. Aber ich hätte dich beinahe noch erwischt. Du bist vor mir zum Stehen gekommen. Ja, wollen wir jetzt mal weitermachen? Ja, natürlich! Nicht abschießen. Okay. Aua. Okay, okay. Die Bougie. Kann ich mal mitfahren? Mein Name ist Chef. Okay, dann nehme ich dich nicht mit. Wollen wir das eigentlich in der Aufnahme für den Preis nehmen lassen? Ja, wie er schon wieder mit den geludeten Autos kommt. Ich nehme das auf jeden Fall. Jo, nee. Dann fährt er mich auch noch mit meiner eigenen Karte. Hallo. Ich sag, das ist voll. Tschüss! Ich hab Blut an der Stoßstange! Immer gut fahren! Hast du Sterne? Nein, Chef. Ja! Nein. Oh shit, jetzt hab ich auch Sterne. Gut, dann darfst du mitfahren. Dann juckt's mich schon nicht. Oh, ich hab auch Sterne. Wieso? Weil es ein Wasser gibt. Weil ihr alle von mir Cops habt. Oh, Mensch. Du sollst doch Kondome benutzen, Andi. Echt so? Nee, der verteilt gegen Cops. Immer verteilt, Alter. Cops wird nicht über sexuellen Weg übertragen. Cops wird über Kugeln übertragen. Ah, okay. Das so wie. Gibt's da nicht ein Kondom für Pistolen und Waffen und sowas? Ja, also jede Kugel einwickeln in ein Kondom, dann passt das schon, oder? Jo, wahrscheinlich. So Gummikugeln. Kommt ihr endlich? Ja, komm ich endlich? Nein. Ich muss erstmal die Cops loswerden. Was war das? Was du, war du kannst das? Du kannst einfach die 200-300 Dollar zahlen.
Das wirst du überleben. Du kriegst eh ein paar tausend. So, warte mal. Ey, und schon wieder ins scheiß Internet reingegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich... So, jetzt hat. I'm here. Desbro, Einladung. Let's go. Kadepot. Okay. Marie. Ja, ich weiß nicht, was mein Auto hat. Irgendwie, glaube ich, habe es gerade getötet. Oh. Ich habe mein Auto getötet. Oh nein. Ich habe es geliebt. Hey, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Hab ich echt geliebt. Der Auspuff war so eng und geil. Es fühlte sich an wie ein Mammut. Nein, so pinzig war es nicht. Aber hin und wieder hat es dieselben Geräusche gemacht. Yo, let's start. Ja, aber wenn Schimmel dranhängt, ne? Dann also komm. Pelzig. Ja, startet jetzt endlich die heiße Spaß. Go, go, go. Wieso auf leicht? Oh. Hm? Dann steht's halt auf normal. Leicht. Achso, wir müssen A wie Schwarzmann. Oh, what the fuck, ich bin total zerschossen. Sehe ich vor euch auch so aus? Ja. Ja, weil ich meinen Skin geändert habe. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Jetzt müssen wir A wie Schwarzmann. Bester Name ever. So seid ihr alle irgendwie so ein bisschen anders als ich. Hopp, jetzt start mal. Neon? Greenie? Michi? Ja? Starte. Bereit. Are you ready for Rumble? Jetzt müssen wir einmal zu Ding fahren, zu Jetskis. Und dann müssen wir über Wasser fahren. Ja, aber erst müssen wir über Wasser fahren. Und dann Pacific Standard Signal. So, ich hab LNG. Jetzt, ich glaube, ich kam durch Schnee. Ich will. Ey! Ey, Hallo! Ach, da ist er. Ja? Dann halt nicht. Was? Wollte ich eigentlich mitnehmen. Aber du bist einfach weggerannt. Oh, du schöne Pflanze. Jetzt will ich endlich mal meine Kokette fahren. Wofür habe ich mir die gekauft? Mann geben? Deko? Ja, ich könnte es mir ins Wohnzimmer stellen. In mein Luxus-Apartment. Hinten einfach rum. Als Schwanzvergleich. Als Penisverlängerung. Nee, Peniskompensation. Ja, ist einfach so ein Kompensator. Oh, Technik. Ja. Halt, nee. Hallo. Chitten-Kompensator. Was macht die da eigentlich? Ich würde sagen, dass du große Kippen hast. Nee, ich hab nur ganz kleine. Oh. Sag ich ja, Tittenkompensator. Mhm. Ey, da hab ich heute erst was von der Kebekus gesehen, hey. Das war voll witzig. Da, irgendwie. Der fährt so einfach dran vorbei, der Chris. Aha. Ja, weil ich mich gerade konzentriert hab. Aufs Erzählen. Ich darf man da durch? Jawoll. Zu dem Pinken. So. Irgendeiner muss den Typen hier. Nee, er ist schon runtergejumpt. Juhu. Dachte schon, wir müssen den einen jetzt wegficken, weil da einer nach oben saß. Hey, steig doch auf. Bist du behindert? So kann man auch bremsen. Mhm. Ich will den hellblauen. Weil nee, mit der Tastatur ist das Fahren geiler. Ja, los geht's! Auf zum Gehen! Jo, Leute! Irgendwie kommt ihr mir jetzt gerade vor, als wären wir hier bei Baywatch oder Police Academy. Bei Baywatch? Eher Police Academy. Okay. Da kann ich keine Musik dazu machen. Wir brauchen einen Schwarzen, der Geräusche macht. Nein, der was wirklich gute Geräusche macht. Nein, nicht diese guten Geräusche. Okay, der Part ist ein bisschen crazy. Ja, und Leute, wie sieht's aus bei euch?
Merkt ihr selber, dass wir bekloppte Vollspackos sind? Ja, gut, ne? Ja, das wisst ihr, Leute, das wisst ihr. Ja, das jetzt gemerkt, dass wir totale Vollspasten sind. Haha! Ich bin halt ein bisschen langsam. Ey, das gibt's doch nicht. Ihr seid immer viel schneller wie ich. Das finde ich gemein. Wenn du den rechten Knüppel, du fährst ja mit Controller. Den rechten Knüppel? Ich hab nur einen in der Mitte. Ja? Den rechten Stick nach hinten. Dann lehnst du dich nach hinten und gibst mehr Gas. Jo. Ja, aber dann sehe ich mich von oben. Was? Dann den linken. Gibt vielleicht sogar ein bisschen. Stimmt, du hast recht. Denn cool. Ich benutze gerade auch die Tastatur. Ja, ich auch. Jo, ich auch. Oh nein! So ein kleiner Landgang. Da geht uns also auch über Land. Kennt ihr den Spruch? Mutig ist der, der trotz Durchfall furzt. Ey, aber mal was anderes. Das beweist richtigen Mut. Wieso haben die uns nicht erst mit dem Auto bis dahinter fahren lassen und dann die Dinger hingestellt? Hätten wir auch. Ja, wir brauchen ja... Weil da hinten sind auch Sea Sharks. Echt? Ja, also. Ja. Er hat gesagt, ja, du hast es schon in der vorigen Aufnahme gesagt, wir machen jetzt ziemlich viel unnötigen Scheiß. Ja, ich glaube, das kann man dazu zählen, oder? Ja. Ja, wir sind aber gleich da vorne schon den. Ja, wir sammeln uns erstmal. Übrigens, Leute in der Aufnahme. Sammeln. Alter, ich bin da runtergeflogen. Und das ist die Hälfte von meiner Panzerung. Nee, doch nicht. Dachte schon, ich habe jetzt die Hälfte der Panzerung verloren. Also. Hallo! So, jetzt müssen wir die Typen wegficken, so habe ich das verstanden. Da ist ein Hubschrauber. Warte, mal so zur Info. Der Hubschrauber gehört mir, wartet, Leute. Was da jetzt erst kommt. Mal zuerst. Einfach auf. Jimmy! Hey, wieso nimmt die jetzt halt. Warte mal, wie war denn das nochmal? Die Waffen wechseln. Ey. Okay, das war das Wasser. Pass auf. Oh, oh. So, erstmal hier ein bisschen snipen. Gerne, ich kann schon wieder die Waffe nicht wechseln. Da oben war das doch irgendwo, oder? Nee. Meinst du, bist du gerade mit der Tastatur? Nein. Ach so, stimmt. Ich nehme einfach die Tastatur. Ja, super. Wow. Was war das? Das frage ich mich auch bei dir. Ja. Das fragt sich jeder. Ich war gerade neben euch gestanden und bin gestorben. So. Dann nehmen wir doch mal die da hier. Deckung! Oh, da ist einer. Da war einer. Jo, Deathpool, du stehst mir ein bisschen im Sniper-Visier drin. Da fliegen irgendwelche Körper umher. Ja, ich hab. So, jetzt nehmen wir mal die goldene Abschuss. Ja. Was war das? Das Fluchtboot wurde kaputt gemacht. Könnte ich gewesen sein. Und das kann nicht. Gut gemacht. Müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg fahren? Ich habe ein bisschen mit Haftbomben rumgeworfen. mit Granaten, aber. Ich hab gehört, das machen wir jetzt nicht mehr. Doch. Als ob ich lernen würde, also mal ehrlich, guckt euch meine Noten an, dann wisst ihr schon Bescheid. Ja, deine. Ja, wahrscheinlich. Nein, leider echt so. What the f? Leider vorgehen. Mein GTA hat sich verabschiedet. Juhu! Ja, nice. Dann würde ich mal sagen. Nice. A little cut in the scene. Weiter geht's in der nächsten Folge. Was? Wie kurz machst du deine Folgen? Krass, Alter. Wieso? Ich mach. Hey, ich stehe in dir und du wackelst ein klein wenig. Ja, ist bei mir auch so. Nee, die Aufnahme läuft bei noch. Schneidet ungern. Ja, ich schneide ungern. Das kannst du laut sagen. Echt jetzt? Ja, auch. Oh. Ich finde das gerade das lustig. Naja, aber nicht, wenn du zweimal rendern musst. Wieso musst du zweimal rendern? Ja, weil ich gute Bildqualität haben will.
Ja, und? Kannst du ja auch doppelt, einmal rendern, oder? Beim doppeln rendern verdirbst du ja, glaube ich, mehr. Nee, weil nach dem Schneiden mache ich Legerit lossless. Und da geht überhaupt nichts an Qualität verloren. Und dann rendere ich so, dass es YouTube nicht mehr verarbeiten muss und nicht mehr verschandelt im Nachhinein. Ja. Insider Buff. Ja, wie lange ist denn jetzt die Zeit? Ich bin tatsächlich baff, denn ich weiß es zumindest von einer von unserem Netzwerk. Die rendert die Videos zweimal und dann ist die Videoqualität richtig hart scheiße. Ja, weil sie es wahrscheinlich falsch macht. Nee, ich glaube, die rendert das, damit die Videodatei kleiner ist. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich tue es noch einmal rendern und lade es in circa einer halben Stunde hoch. Ja, ich werde das wahrscheinlich nicht mal so lange mehr brauchen. Aber derweil lade ich meine GTA-Folgen eine halbe Stunde lang. Ja, gute. Ja. Jetzt habe ich das vorige Video hat 750 Minuten gedauert. So, 750 Minuten? Ja, wir haben richtig scheiß Internet, aber es wird bald besser, weil Mario bekommt eine Glasfaserleitung. Ach so. Und ich bekomme jetzt ein Webgate mit LTE. Okay. Das ist halt. Könnt ihr mal starten? Geil. Was ist ein Webgate? Kennst du kein 3 Webgate? Ja, 3. So. Wow. Ach so, ja. Okay. 3 Webgate? Ja. Nee. Ich war gerade ein bisschen brain up. Webgate ist so wie ein Router sozusagen, nur da gibst du halt so eine Wertkarte rein. So wie beim Handy. Und da empfängst du halt über die Wertkarte halt ohne Leitung Internet. Ach, einfach 3G. Ja, LTE, 4G eigentlich. Ja, dann sag doch gleich 4G. Ja, ist doch selber LTE. Ja, er will nicht so mit Zahlen angeben, denn zählen kann er nicht. So, also Leute, mit dieser krassen Diskussion sage ich jetzt mal Tschüss für heute. Bis dann, geht's nämlich weiter mit der Vorbereitung. Ciao!